Nach der gescheiterten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 stand ganz Italien unter Schock. Mehr noch, die stolze Fußballnation war am Boden zerstört und lechzt nun nach neuen Hoffnungsträgern, nach einer neuen Ära. Jetzt leitet ein aufregendes Talent genau diesen Aufbruch nach der großen Enttäuschung ein. Beim Spiel gegen Finnland am Samstag erzielte Mäusekin seinen ersten Treffer für die italienische Nationalmannschaft. Italiens neuer Hoffnungsträger. Damit ist er Italiens zweitjüngster Torschütze und außerdem der erste Spieler des 2000er Jahrgangs in der Squadra Azzurra. Schon jetzt ist der Stürmer von Juventus Turin Hoffnungsträger für eine neue Epoche, die so leicht wie dieser 19-Jährige ist. Er hat die Mannschaft mit derselben Natürlichkeit geführt, mit der er Hip-Hop tanzt, wie der Corriere della Sera schrieb. Keane steht für alles, was die Italiener in den letzten Jahren vermissen ließen: Selbstvertrauen, Talent, jugendlichen Spielwitz und eine große Zukunft. Und ja, er steht auch für Nationalstolz, auch wenn seine Eltern von der Elfenbeinküste kommen. Keane macht sich gegen Rassismus stark. Ich bin gebürtiger Italiener, hatte Keane vor 3 Wochen gesagt, unmittelbar nach seinen ersten beiden Toren in der Serie A gegen Udine. Meine Eltern sind seit über 30 Jahren hier. Er ist sich bewusst, dass Rassismus in Italien ein Problem ist und will dieser Denkweise mit all seinen Möglichkeiten entgegenwirken. Es tut mir leid, aber wir leben alle im selben Land. Und wenn wir hier leben, müssen wir auch als Italiener behandelt werden. In Italien könnte das junge Talent bald großen Einfluss besitzen, schon jetzt erfreut er sich großer Beliebtheit. Jeder ist verrückt nach Keane, brachte es die italienische Sportzeitung Tutto Sport auf den Punkt. Mancini schwärmt von seinem Stürmer, das gilt auch für seine Mitspieler und vor allem für seinen Trainer in der Nationalmannschaft. Ich denke, Keane ist dafür bestimmt, Großes zu erschaffen. Er ist ein Spieler mit viel Qualität, verbessert sich ständig und ich glaube, dass er ein sehr wichtiger Spieler werden kann, sagte Roberto Mancini zu Rai Sport. Der ZN gratis testen und die internationalen Top-Ligen live. Beim 6:0 Schützenfest gegen Liechtenstein spielte Keane die Verteidigung schwindelig und erzielte sein zweites Länderspieltor, nur bei Juventus kam er in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz. Erst in Udine durfte er Anfang März erstmals von Beginn an ran und punktete mit 2 Toren und einer Vorlage. Doch eine Woche später saß er bei der Niederlage in Genua wieder bis weit in die Schlussphase auf der Bank. Spekulationen um Keanes Zukunft Anfang der Woche machten daraufhin Aussagen seines berüchtigten Beraters Mino Raiola im Corriere dello Sport die Runde, wonach Keane mehr spielen müsse. Zwar bestritt Raiola via Twitter die Echtheit der Zitate, doch die Diskussionen um die Zukunft des Youngsters bei der alten Dame sind nicht neu. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2020, im vergangenen Sommer gab es bereits Gerüchte um Borussia Dortmund. Auch Manchester City, der FC Arsenal und Manchester United sollen bereits interessiert gewesen sein. Als Kind habe Keane Inter unterstützt, wegen Obafemi Martins, verriet sein Vater Bio Rujon Keane bei Rai Radio. Er spielte für den FC Turin. Aber ich schickte ihn zu Juve, weil ich Fan der Bianconeri bin. Das erste Länderspieltor seines Sohnes erfüllte ihn mit Stolz. Ich danke Gott, es ist eine große Freude für die ganze Familie, sagte er. Jetzt das Trikot von Juventus Turin kaufen, hier geht es zum Shop. Anzeige Keanes rasante Entwicklung setzt so manche Experte mit einem Wunder gleich. Das Wunder, das Italien gebraucht hätte. In Sachen Wunder kennt man sich bei den Keanes ohnehin aus. Schon seine Geburt war ein Wunder, erzählte seine Mutter Isabelle am Montag Tutto Sport. Mein Sohn Giovanni hat mich auch nach einem kleinen Bruder gefragt. Die Ärzte sagten mir aber, dass ich keine Kinder mehr kriegen könnte, doch Isabel betete für einen weiteren Sohn und war 4 Monate später schwanger.
19 Jahre später ist Keane das Wunder, das Italien gebraucht hat. Sein rasanter Aufstieg ist nicht nur für die Nationalmannschaft positiv. Er ist ein gutes Zeichen für eine Nation, die derzeit in vielen Fragen gespalten ist. Vor allem beim Thema Einwanderung, Keane zeigt, dass die Hautfarbe nicht relevant sein sollte, wenn es um die Frage geht, wer Italiener ist und wer nicht. Außerdem soll er die stolze Squadra Azzurra zurück in die Erfolgsspur führen. Die Fans in Italien glauben daran, dass Moise Keane sie in eine erfolgreiche Ära führt. Punkt. Das ganze Land glaubt an das, was der Corriere della Sera jüngst titelte: Yes, we can.